Herzlich willkommen zurück hier beim Fußballmanager mit dem Schalke 04 in der Saison 25-26 zum Start der Vorbereitung und wir sind gerade dabei, den Kader so ein bisschen anzupassen, haben uns hier schon für ein junges serbisches Talent entschieden, was ablösefrei zu haben ist und wir suchen eigentlich nach einem Rechtsverteidiger, deswegen gehe ich hier mal auf einen Rechtsverteidiger und schau mal, ob wir hier interessante Neuzugänge finden. Und in der Tat gibt es hier sogar ablösefreie Spieler. Damian, ist der nicht sogar Europameister geworden mit Italien? Inter Mailand, 110 Spiele gemacht, Man U gespielt. Flanken, Teamspieler, professionell, ehrgeizig, flexibel, Fairness, nervenstark. Hohe Führungsqualitäten, ist halt schon 35. Das ist halt so die Sache, wo man sagt, das ist nicht optimal. Nationalmannschaft hat er 36 Spiele, sehr, sehr erfahrener Mann, den man da holen würde. Jonathan Schmidt, Klein oder Eiling wären ebenfalls Spieler, trainingsfleißig, vereinstreu, professionell, sprachgebunden, auch hier gute Führungsqualitäten. Hier sind die Eigenschaften aber nicht ganz so gut, finde ich. Und bei Klein fehlt mir auch die Flanken. Er kann halt sehr gut flanken, ist nicht langsam. Und wo können wir uns noch verbessern? Oder wo brauchen wir auch noch Spieler? Wo können wir uns noch verbessern? Wir brauchen noch einen Linksverteidiger. Links außen. Sturm könnten wir uns theoretisch noch verbessern. Was ist denn hier so auf links außen? Weil da gibt es keine ablösefreien. Vorwart ist auch keine. Sturm. Otson Eduard, schnell, relativ groß, ehrgeizig, nervenstark, nicht so kopfballstark. Wen haben wir hier noch? Watkins, trainingsfleißig, professionell, Teamplayer, schnell. Hier ist Kopfballpräzision, aber die Größe nicht ganz so groß. Toni haben wir, der ist super schnell, Kopfballpräzision ist da und groß. Der wird schon gut reinpassen, würde ich sagen. Joselu gibt es auch noch. Der ist auf jeden Fall groß, aber sehr langsam. Können wir mal probieren? Fände ich nicht so schlecht. So. Rechtsverteidiger.
Gehen wir mal mit Damian. Nee, die nehme ich mal raus. Okay. Und links außen brauchen wir noch. Gehen wir mal. Siebzehnter, achter, Mathis Tell. Sollen wir den wieder hinkriegen? Julian Draxler. Was ist das hier für ein Verein? Hibernian. Schottland. Ich würde schon eher so einen jüngeren Spieler da bevorzugen. Wir haben ja so gesehen einen Stammspieler über links auch im Kader. Ich würde vielleicht sogar echt Tell holen, weil ich glaube, der wird ein bisschen zu teuer. Zudem sollte Tell jetzt mittlerweile auch Deutsch können. Ja, kann Deutsch. Ehrgeizig, flexibel, Fairness, schnell. Hält 6 Wochen aus, das heißt, er wird noch stärker sein, wie hier angezeigt. Okay. Und Torwart sollten wir mal gucken. Nübel. Was es da so gibt. Anno beste Position. Alter, können wir ruhig hochgehen. Gazzaniga hat sich echt gemacht, ne? War wahrscheinlich ein Fehler, den abzugeben, bin ich ehrlich. Viel. Ich meine, wir haben den für 750.000 gekauft, für 6,5 abgegeben, aber jetzt ist er schon 10 Millionen wert. Hat ja bei uns eine richtig starke Saison gespielt. Man guckt Stärke. Wahrscheinlich ein Fehler. Qualitäten haben wir noch Rui Patricio, Cassio oder Radetzky. Bei Radetzky weiß ich nicht, ob Lloris sogar nicht besser ist. Und hier, er ist halt auch so eine Sache, da weißt du nicht, was du kriegst, ne? Ich sag mal so, ich bleib lieber noch eine Saison bei Lloris.
Da fällt er so ein bisschen ab im Vergleich. Wir haben ja auch in der zweiten Mannschaft noch den Ekelino, der letzte Saison einige Spiele gemacht hat. Kritiker ist der allerdings. Ja, aber dann haben wir da noch einen Spieler, den man gegebenenfalls hochziehen kann. So, können ja den Transfermarkt auch so ein bisschen abwarten. Gehen wir mal rein. Laktates. Hier so ein Turnier machen. Ich gucke gerade, ob das hier. Und Kaiserslautern noch. Wir hier mal alle so provisorischen Sachen. So, ja, ich würde sagen, das passt soweit von der Vorbereitung. Im Training, ja, wir haben hier 3 Spiele, 4, 5, komm, 1 Spiel noch im Trainingslager. Wir wollen ja auch nicht zu übersteuern. Okay, das passt. Training. Ich sehe gerade, wir brauchen noch einen Co-Trainer. Sponsoring müssen wir auch noch machen. €3,3 Millionen. Der letzte hat doch 7 Millionen bezahlt. Ein Witz, oder nicht? Das ist hier 6,5 Millionen. Viel zu wenig.
Ja, dann nicht. Wenn wir hier mal auf Sponsoren anwerben. Das passt auch. Verträge sind wir auch soweit durch. Wir gucken uns dann auch nochmal die zweite Mannschaft an, aber da würde ich erstmal sagen, gehen wir auch in die Spielerverkäufe rein. Das ist jetzt nicht so dringend. Jugendbereich. Wir sollten mal bei den Jugendcamps reingucken. Und da bin ich halt auch nicht mit der Qualität der Spieler zufrieden. Können wir rausschmeißen? Kann man die denn rausschmeißen? Ich würde sagen, wir bauen die aus. Wir haben 7,6. Ausbaukosten 3 Millionen. Das passt. Fünf Millionen, 2,5 Millionen. Noch 2 Millionen übrig. Geht nicht. Naja, dann ist das so. Okay, machen wir mal weiter. Tempelmann, Angebote rein. Broger, bin hier ja schon über Marktwert gegangen, aber der scheint sehr beliebt zu sein. Ike Top hat einige Möglichkeiten. Auf jeden Fall begehrt unsere Jugendspieler oder unsere Reservespieler. Angebote über Angebote. Bin mal gespannt, welche keine Angebote bekommen haben. Ich habe das jetzt gerade gar nicht auf der Rechnung.
Wahnsinnig, wie viel hier kommt. Einfach an Hekeren interessiert, okay. Haben wir schon mal einen. Sind wir beim Laktattest? Ich würde sagen, den schauen wir uns in der nächsten Folge an.